Alles fit? Soweit geht's. Soweit geht's. Und das ist nice. Eine Woche nochmal kämpfen. Und dann? Dann gibt's abends bei dir eine Wahlparty, hab ich gehört. Das wollen wir stark hoffen, dass das eine fröhliche Party wird. Markus, hast du gut geschlafen? Ja. Nach den Tagen schläft man immer gut. War perfekt. Wir haben noch ein paar Fragen an dich soweit. Was ist eigentlich besser, Brüssel oder Straßburg? Auf jeden Fall ein Standort. Und ich plädiere dafür Straßburg. Straßburg ist einfach für uns als Parlament besser. Da sind wir mehr im Fokus der Öffentlichkeit. Brüssel ist irgendwie so ein Moloch, wo sich so zentralistisch alles abspielt. Da ist Straßburg schon besser. Fußball oder Formel 1? Klar, Fußball. Stell dir mal vor, du bleibst im Aufzug mit Martin Schulz stecken. Was passiert? Das ist aber Höchststrafe. Nein, ich würde, glaube ich, mein Kreuz aus der Innentasche holen und würde das im Fahrstuhl aufhängen. Es tut dann vielleicht ganz gut, auch mal an höhere Dinge zu glauben. Und wenn Martin Schulz die Dinge über eine EU-Verordnung aus dem öffentlichen Raum verbannen will, die Holzkreuze, die christlichen Kreuze, dann wird er bei der Gelegenheit vielleicht mal nachdenken können. Und glaubst du, dass die EU bald nationale Landesgrenzen abschafft? Nee, also da wird die CDU ja davor stehen. Ich meine, wir sind natürlich für Freizügigkeit und keine Grenzkontrollen, aber wir wollen die Nationalstaaten, wir wollen ein starkes Deutschland schon erhalten. Und in nächster Zeit gibt es einen Türkei-Beitritt? Mit Sicherheit nicht, weil die Türkei sich eher Richtung arabische Welt orientiert und ja offensichtlich ein ganz anderes Werteverständnis verfolgt als wir, und das passt einfach nicht zusammen. D-Mark oder Euro? Oha, dass die Frage jetzt noch kommt. Kennst du die D-Mark überhaupt noch? Ich habe sie noch ein bisschen miterlebt. Nein, der Euro, davon haben wir als Deutschland, als Münsterland profitiert, und zurück zur D-Mark, dann könnte sich kein Chinese mehr die Maschine aus Münsterland leisten, also ganz klar Euro. Jetzt wurde ja die 3%-Hürde gekippt fürs Parlament bei dieser Wahl. War es eine gute Entscheidung? Das war für Deutschland eine schlechte Entscheidung, denn wir kämpfen für einen Meisterbrief, wir kämpfen für das duale System, wir sind für die Sparkassen, Volksbank unterwegs. Was kann man da vom Tierschutz oder Bibelchristen erwarten? Also da brauchen wir schon gut vernetzte Parteien zur Bundesebene, zur Landesebene, und da sind wir mit den großen Parteien einfach besser dran. Jetzt mal was ganz anderes. Bier oder Wein? Bier, bei dem Wetter am besten zwei Weizen oder so, aber noch nicht abends. Hannover 96 ist? Für euch in Westfalen wahrscheinlich schwer zu verdauen, aber ich bin in der Gegend groß geworden und mein Vater hat mich mit ins Stadion geschleppt, und das prägt. Ich kann nichts dazu. Ich bin 96-Fan. Du hattest gerade den deutschen Meisterbrief angesprochen. Ja oder nein? Also 96 ist Meister geworden, 38 und 54, oder was meinst du? Ach so, du meinst den Meisterbrief mit der vom Handwerk aus als Voraussetzung für Selbstständigkeit. Genau. Ja, den wollen wir auf jeden Fall erhalten, denn wir wissen, was wir an dem deutschen dualen System haben, an den Qualitätsnachweisen für die Selbstständigkeit, und das wäre ja total bescheuert, wenn wir das in Europa jetzt abschaffen würden. Was war dein bestes Schulfach? Sporttheorie. Habe ich 15 Punkte gehabt, das war damals eine 1+. Was war weniger deine Stärke? Da habe ich mein Abitur mitgerettet. Abischnitt von 3,4. Hat später gezündet. Welches Fach war weniger deine Stärke? Geografie, aber das habe ich dann anschließend studiert. Tatort oder Blockbuster? Tatort, wobei ich muss gestehen, erst nach den Wiederholungen habe ich wirklich verstanden, um was es ging. Wird es bald eine europäische Sozial- und Rentenversicherung geben? Nein, das Sozialstaatsprinzip ist im deutschen Grundgesetz verankert, und europäische Rentenversicherung oder Krankenversicherung wird es nicht geben. Das regeln wir in Deutschland. Schützenfest oder lieber Karneval? Lieber Schützenfest an der Theke. Sushi oder Pommes-Schranke? Pommes-Schranke. Pommes rot-weiß. Pommes mit Cola.
Kleine Cola. Wir hatten es gerade schon angesprochen, die EU schafft die Kruzifixe nicht ab. Nee, aber Martin Schulz über eine EU-Verordnung. Aber ich glaube, dann würde auch der Letzte verstehen, dass es in Europa parteipolitische Unterschiede gibt. Also das werden wir mit Sicherheit verhindern. Jetzt ist am kommenden Sonntag die Wahl. CDU wählen, weil? Weil wir für das Gesamtinteresse der Europäischen Union die besseren Antworten haben und weil wir als CDU auch die nationale Fahne hoch genug in Brüssel hängen. Ja, jetzt sind wir auch fast da, oder? Aufsteigen oder weiterfahren? Nee, Wahlkampf machen. Also noch ein paar Leute überzeugen. Macht Spaß. Möchtest du noch was loswerden? Ihr seid eigentlich ein gutes Team hier und macht über Tage jetzt Spaß, mit euch zu arbeiten. Und eigentlich könnte Wahlkampf noch eine Partei länger dauern. Yeah.